Ja, die Gläser wurden selbstverständlich für euch allesamt gefüllt. Man hat den anderen kurz nachgefragt, bevor ihr vorgestellt hattet, was ihr denn trinken mögt, ob es ein einfaches Wasser ist, ob es ein Wein ist. Ihr könnt dann natürlich dann wählen, wie ihr mögt. Und die Japanerin, beziehungsweise ein sehr gelangweilt wirkender Franzose würde dann aus der Küche heraus auch treten und euch dann nach und nach einschenken. Beim Franzosen könnt ihr auf alle Fälle auch mitbekommen, dass er ziemlich nach Rauch stinkt. Hat wohl also vor kurzem erst geraucht und da vielleicht die eine oder andere Zigarette zu viel, sodass es auch unangenehm wirkt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr was zu trinken vor euch stehen habt, dann könnt ihr allesamt anstoßen. Damit erhebt sich einmal der Junker Jörg Amadeus Heumann zu Waldesruh, klopft noch einmal kurz, zweimal, dreimal mit seiner Gabel gegen das Glas, um sich dann ja, kurz Ruhe zu verschaffen, während er dann steht, das Glas erhebt. Nun, auch ich darf Sie hier noch einmal begrüßen auf dem großartigen Jagdschloss derer zu Köpenick. Ich freue mich, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid und dass wir die nächsten kommenden Tage in trauter Gemeinsamkeit verbringen werden und die kommenden Ereignisse, die da auf uns warten, besprechen. Kreta ruft nach uns, Agios Nikolaos, die Insel der Geschichten, die Insel der Griechen, die noch einige Geheimnisse vor uns verbergen mag und die wir gemeinsam in dieser Runde miteinander aufklären werden. Selbstverständlich sind auch die hohen Herren Geldgeber. Und Damen, dabei nickt er einmal zu Martha Knödler und hebt das Glas einmal auch für sie. Gerne dabei, wenn Sie denn mögen, wenn Sie gewillt sind, Abenteuer zu erleben, die Abenteuer des Südens. Eine gefährliche Insel. Er hebt auch nochmal das Glas und das war wohl sein Trinkspruch. Auf Kreta und auf die Abenteuer. Hört, hört. Ja, Zum Wohle. zum Wohle. Ihr könnt dann miteinander anstoßen, und nachdem dann ja die Diener sich nochmal erkundigt haben, ob ihr alles habt, was ihr braucht, es geht dann auch noch ein paar Leute mit Eiswürfeln herum, die dann auch in Getränke gereicht werden. Im Wein ist das natürlich nicht ganz so der Bringer, aber wenn man dann sowas wie Wasser hat oder einen kühlen Saft frisch gepresst, dann macht sich das natürlich besonders gut, weil es hier ja auch so warm ist mit dem Kamin. Ja, nach und nach werden dann die Vorspeisen und Hauptspeisen gereicht. Und das Essen ist tatsächlich ebenso exotisch wie sowohl die Leute, die hier bedienen, als auch die Tiere draußen in der Jagdhalle. Es gibt, wie gesagt, indisch, also unter anderem bekommt ihr Insekten gereicht, die dann gegrillt worden sind. Es gibt ein paar Meeresbewohner. Das eine wird euch als Affenfleisch verkauft, auch wenn ihr das nicht mehr ganz erkennen könnt. Zumindest wird viel mit Curry gebacken. Das ein oder andere auch als Heuschrecke. Ostafrikanischen Seebarsch. Es sind unglaublich kleine Portionen, viele Gänge, damit man eben auch viel probieren kann. Vergorene Ziegenmilch, Karibufilet. Es ist eigentlich alles da. Alles, was man sich so erträumen lassen könnte. Vieles schmeckt natürlich auch nicht oder sehr ungewöhnlich, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Aber es dauert, wie gesagt, eine ganze Zeit, wie ihr da mit dem Essen beschäftigt seid. Währenddessen könnt ihr euch dann auch ja so ein bisschen unterhalten. Euch gegenüber, ich vermute jetzt einfach mal, ihr werdet ein bisschen zusammensitzen, euch gegenüber sitzt dann der Dr. Heinrich Johansson, derjenige, der das Ganze auf Kreta leiten wird. Also, ich freue mich, dass Sie, auch wenn etwas verspätet, aber dass Sie angekommen sind. Ich hoffe, die Zugfahrt hat nicht allzu sehr lange gedauert und es war erträglich. Hier draußen auf dem Lande. Ja, im Vergleich zu der Reise, die wir noch vor uns haben, war das bis jetzt ein Kinderspiel. Ja, er kaut noch ein bisschen herum. Hat da wohl irgendwie, zieht sich da so irgendwie ein Stück Haut raus. Ihr wisst nicht genau, was es ist. Er schaut sich das kurz an und legt es dann zurück auf den Teller.
Die Expedition nach Kreta wird meine erste sein, aber ich habe schon viel im Vorfeld recherchiert und natürlich hat mir auch Fräulein Neumann gewiss assistiert. Was wissen denn die anderen von der Insel? Ja, zuerst einmal, dass sie zu Griechenland gehört. Dr. Ja, Meyerhofer schmunzelt ein bisschen. mein Freund, da habt ihr gut aufgepasst. Was noch? Wissen Oder Sie, Herr war's das? Doktor, ich hatte bisher nur die Möglichkeit, hier im Reich meine Forschung zu betreiben und bin natürlich sehr aufgeregt und sehr dankbar der Chance, auch mal Kulturen. Kreta ist nicht nur ja, ein Stück Griechenland, sondern sie ist die größte griechische Insel. Ja. Gerade Sie als Anthropologe, was sagen Sie eigentlich zu dem Fakt, dass die Kretaner wohl Kannibalen waren? Wissen Sie, es gibt ja verschiedene Kulturen und Kannibalismus ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auch Kulturen, sagt man in Übersee, die auch ihre Toten verbrennen und dann in einem gemeinsamen Fest verspeisen. Sie tun das, um die Seele vor bösen Geistern zu retten. Insofern ist Kannibalismus, mag vielleicht bei uns zivilisierten Europäern etwas einen schlechten Ruf haben. Dem würde ich mich ebenfalls anschließen. Da müssen wir wohl doch unterscheiden zwischen rituellem Kannibalismus und dem Kannibalismus nur um zu überleben. Nun, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie gesagt, ich war selber noch nie dort, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der Kannibalismus bei den, ich glaube, es heißt doch Kreta, nicht Kretaner. Wie gesagt, ich beschäftige mich eher mit den Ruinen dort und nicht mit den Einwohnern. Da müssen Sie dann ja eher mit Herrn Meyerhofer sprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll dieser Kannibalismus wohl tief verwurzelt sein in den religiösen Aspekten und nicht aus der Not herausgeboren worden sein. Man spricht eher davon, dass die Kraft eines Gegessenen auf den anderen übergeht. Und das ist auch in der göttlichen Sage bereits der Fall gewesen. So hat wohl einer der Söhne von Zeus, beziehungsweise Jupiter, wie er bei den Römern heißt, wurde wohl von den Titanen, beziehungsweise waren es Riesen, er wurde zumindest gegessen auf offenem Feuer, zerschnitten und wurde dann verspeist, um die Kräfte des Sohns, des Zeus, zu übernehmen. Und das hat sich natürlich dann nicht nur in den Geschichten der Kreter überliefert, sondern eben auch auf die Kultur Einfluss genommen. Und so haben sie sich gegenseitig liebend gerne verspeist. Ziemlich blutig. Aber ist nicht schon in der Bibel auch überliefert worden, dass Abraham seinen Sohn opfern sollte, seinen Glauben an Gott zu beweisen? Auch nicht an Aber er wurde doch gerettet, Kannibalismus. oder nicht? So ist die Überlieferung, ja. Aber ritueller Kannibalismus, ritueller Mord. Er schaut doch mal, ob die Japanerin ist, noch in der Nähe ist. Das ist ja auch, in Japan ist das ja auch, wenn man einen Fehler begeht, ist auch ein ritueller Selbstmord. Ich denke, das ist immer im Zusammenhang mit der Kulturgeschichte zu sehen. Ja, also wenn ich den Herrn Baron zumindest vorhin richtig verstanden habe, hat er auch ein bisschen über Keke gesprochen, also den Pygmäen, den wir hier irgendwo herumwuseln haben. Auch er soll wohl nicht nur Menschen gegessen haben, beziehungsweise sein Volk. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er selber Menschen isst, aber zumindest haben die Pygmäen wohl auch Schädel aufgestellt in ihren Höhlen. Diese Schrumpfköpfe. Waren die das nicht? Ich glaube schon. Ja, es ist eine Art, die Schrumpfköpfe, eine Art Trophäe für die Feinde, so wie man den Indianern im Wilden Westen nachsagt, dass sie ihre Feinde skalpieren.
Ja, Gott sei Dank haben die, die Neuengländer dafür etwas Ordnung gesorgt und die Japaner, die Indianer etwas ausgedünnt. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll wohl Shepi, diese Kanadierin, soll wohl auch eine Indianerin sein und gar keine Inuit oder Eskimo. Wenn sie aus Kanada kommt, dann ist sie eher schon den Indianervölkern zuzurechnen. Weil Inuit sind dann eher doch Richtung Grönland anzusiedeln. So, danke. Danke für die Aufklärung. Auch ich habe ja auch nur meine Fachgebiete. Aber kommen wir zurück zu Kreta. Was wissen denn die anderen Herren zu dieser Insel? Außer, dass sie groß ist und in Griechenland liegt. Ja, wenn Sie erlauben, um auf etwas Weltlicheres zu sprechen zu kommen. Ich meine, wir sind uns im Klaren darüber, dass hier ein Expeditionsplan mitten in ein Krisengebiet, in dem gerade ein Krieg herrscht. Ja, wir haben uns natürlich abgesichert, dass wir nicht in die Konflikte der Türken mit den Griechen gelangen, aber ja, wir werden wohl hoffentlich nicht behelligt werden. Aber ein guter Punkt, Sie sind sehr aufgeklärt. Ach, das würde ich nicht sagen, aber es erschien mir doch angemessen, bei unserem oder Ihrem sehr gewagten Vorhaben ein wenig meine Hausaufgaben zu machen, wenn Sie die lapidare Antwort erlauben. Ausgezeichnet. Ich bin überrascht. Sie sind extra in die Zeitungsarchive der Bibliotheken gegangen, oder wie haben Sie so etwas recherchiert? Natürlich. Das gehört schließlich zu meiner Aufgabe, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ja, ausgezeichnet. Ich habe oben auf meinem Zimmer in meiner Tasche noch ein paar Karten der Insel und können wir uns dann später nochmal Iraklion und Nikolaos und dergleichen mehr ansehen. Die Gebiete, die wir dann zu erkunden haben. Ich nehme an, Sie haben auch eingeplant, dass wir definitiv jemanden brauchen, der fließend Arabisch spricht. Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, werden wohl einige, aber nicht alle derjenigen mitkommen. Aber Arabisch? Ich glaube, die meisten, die dort leben, sprechen immer noch Griechisch. Eine sehr alte Version. Ich nicke. Ja, da haben Sie wohl schon recht. Ich rede auch nicht von den Ureinwohnern der Insel. Reden Sie von den Türken? Mhm. Sprechen die denn Arabisch? Ich weiß nicht genau, was die sprechen. Das sollten wir vielleicht im Vorfeld... soviel ich weiß, gibt es da ganz viele verschiedene Kulturstämme, die zusammengepresst worden sind durch das Osmanische Reich. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, beileibe nicht. Aber falls wir mit denen zu tun bekommen, sollten wir mit ihnen reden können. Ein guter Punkt. Wie gesagt, das ist meine erste Expedition und da bin ich natürlich für jede Hilfe dankbar, auch wenn ich Sie, Herr Graf, nicht als Kundigen verortet hätte, sondern eher als Geldgeber. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Herr Junker Sie eingeladen hat. Naja, ich bin ein Medium. Ein Medium? Korrekt. Erzählen Sie mir mehr. Nun, ich versuche zu vermitteln zwischen der Welt der Sterblichen und der Welt der Toten. Und das ist Ihnen schon gelungen? Das würde meine Nachforschung zum Kannibalismus natürlich auch etwas weiter vorantreiben, wenn man mit den Toten reden könnte. Das ist schwierig. Nun, Sie müssen es so sehen, es gibt Menschen, die nicht loslassen können, wenn sie einen wichtigen Menschen verloren haben. Und ich versuche, dieses Leid ein wenig zu mildern. Allerdings habe ich keinen wissenschaftlichen Ansatz dabei. Ich glaube, das ist der letzte Schrei in Berlin, oder? Zumindest habe ich von einigen Partys gehört, auf die ihresgleichen eingeladen werden. Berlin, New York, London, Paris. Ja, richtig. Er nickt anerkennt und hebt noch einmal sein Glas. Herr Kollege, eine Frage. Was soll denn der Schwerpunkt der Expedition sein? Vor allem möchte ich mir die Ruinen der Kreta ansehen. Wir werden in Psykros die Minotauren ansehen. Ah, also im Prinzip die minoische Kultur. Korrekt. Sehr faszinierender Zeitraum.
Wenn ich das richtig überblicke, deswegen brauchen wir auch nicht nur ein oder zwei, um die Reise zu finanzieren, sondern auch die 100 Helfer. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Wenn Sie sich für diese Kultur interessieren, Sie wissen schon, dass James Bikey ein Buch darüber herausgebracht hat. Selbstverständlich, das habe ich Ihnen doch empfohlen, oder? Ja, ich habe es auf jeden Fall dabei, falls noch irgendwelche Nachfragen bestehen sollten in meiner Bibliothek, meiner eigenen kleinen. Ausgezeichnet. Komme ich gerne zurück. Sehr gerne. Es ist sehr spannend. Es geht auch um den Untergang und was alles passiert ist. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Fräulein Neumann, deswegen habe ich Sie auch eingeladen, weil Sie mitdenken. Ich nicke. Sie studieren Archäologie, Fräulein Neumann. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, das ist korrekt. Bei Professor... Ich schaue den Professor an. Bei Professor... von Falkenhorst. So war doch Ihr Name, oder? Das ist korrekt. Nun, Fräulein Neumann ist nicht eine meiner ständigen Studenten, doch hat sie schon einige wenige meiner Vorlesungen besucht. Die äußerst spannend sind, natürlich. Was ist denn Ihr Fachgebiet, wenn ich fragen darf? Mich betrifft hauptsächlich die allgemeine Archäologie. Ich habe versucht, sämtliches in Erfahrung zu bringen, was ich kann über die Jahre. Ein bestimmtes Fachgebiet einer bestimmten Kultur zugeordnet habe ich eher nicht. Herr Kollege, dann würde ich Sie gern mal zu mir nach München für eine gemeinsame Exkursion auf die Schwäbische Alb einladen. Da haben wir auch interessante archäologische Ausgrabungen gemacht für in der Zeit der Frühmenschen. Das klingt sehr interessant. Und was haben Sie gefunden? Zwei frühmenschliche Skelette. Aber wenn wir jetzt natürlich Kreta im Blickpunkt haben, ist deren Kultur natürlich deutlich weiter, die wir gefunden haben. Anna, wir wollen diesen Fund mal nicht kleinreden. Das klingt ziemlich spannend auch für mich. Dem muss ich nur zustimmen. Ja, aber es ist aus kunst- und kulturhistorischen Gesichtspunkten ist es natürlich alles noch sehr rudimentär. Da waren uns die Minoren doch deutlich voraus. Ja, wenn ich die Sprache dieser Leute könnte, das wäre ein faszinierendes Gespräch. Das heißt, Sie haben schon viele Expeditionserfahrungen, Herr Dr. Meyerhofer? Habe ich das richtig verstanden? So kann man das sehen, aber natürlich nur in heimischen Gefilden. Wenn Sie kommen mit in einen 1,5 Stunden Zugfahrt, kommen Sie, startet meine Expedition. Also so eine große Reise wie die jetzt anstehende hatte ich natürlich noch nicht. Nun ja, Erfahrung ist Erfahrung. Ich denke, egal wo, die kann Ihnen ja keiner nehmen. Und es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn wir jemanden mit viel Erfahrung dabei haben. Deswegen bin ich ja so glücklich, eingeladen worden zu sein. Und um das Thema Sprache nochmal aufzugreifen, Herr Graf, vielleicht kann ich für Sie übersetzen. Ich hatte in meinen früheren Studienjahren hatte ich mich intensiv mit Altgriechisch befasst. Dies ist ein sehr, sehr deutliches Lächeln auf seinem Gesicht, ein Funkeln in seinen Augen. Er schaut dir direkt in deine Augen und sagt, faszinierend. Ja, man muss den Grenzwissenschaften gegen offen sein. Wäre so schön, wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen könnten und sie nicht andauernd wiederholen würden. Herr Deimer. Verzeihung, ja, was wollten Sie sagen? Herr Deimer, Sie werden uns auch begleiten? Nun, genau ist das noch nicht festgelegt, doch umso mehr ich darüber höre, ich muss sagen, definitiv ein Abenteuer und vieles zu erfahren und zu lernen, was man sich ja nicht wirklich vorstellen kann. Wenn ich richtig in der Annahme bin, die Sage vom Minotaurus dürfte dann auch in dieses Gebiet fallen? Ja, selbstverständlich. Die ganze minoische Kultur und damit die Stierkulte. Herr Daimler, sind Sie denn archäologisch gesehen noch ein unbeschriebenes Blatt oder wie darf ich das verstehen? Ich würde mich persönlich eher als unbeschrieben bezeichnen, aber ich habe dieses
Buch, vor dem ich hergekommen bin, gelesen, in dem es eben um diese Sage ging. Sie sprachen ja davor auch schon von Götterverzerr Zeus, nicht? Korrekt, der Kannibalismus ist auch bei den Göttern verankert. Richtig, richtig. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Er hatte sich in die Gestalt eines Stieres verwandelt, um die Tochter zu entführen. Ist das noch so richtig? Das ist sehr diplomatisch formuliert, aber inhaltlich korrekt. Nun, was auch immer geschah, dort gebar sie nun diese Gestalt, diesen Minos. Nein, verzeihen Sie, das war nicht richtig. Ach. Vielleicht, wenn Sie einen Moment warten, und er würde dann so kurz in seine Tasche greifen beim Anzug und dann... Ah, ja, ich habe mir das Ganze rausgeschrieben. Und ja. Die Sage von Theseus und dem Minotaurus. Göttervater Zeus hatte in der Gestalt eines Stieres die schöne Europa, Tochter eines Phönizer Königs, nach Kreta entführt. Dort gebar sie Minos, der von ihr die Vorliebe für Stiere geerbt hatte. Minos, der König von Kreta, wollte ein Zeichen für seine Macht. Darum sendete der Meeresgott Poseidon in einem weißen Stier aus dem Meer, um ihn zu opfern. Doch der König fand den Stier zu schade, um ihn abzuschlachten. Poseidons Rache richtete sich gegen... Kurzer Blick zu den anderen. Pasiphae, die Gemahlin von Minon. Poseidon ließ sie in Leidenschaft für den weißen Stier entflammen. Mit Hilfe des genialen Erfinders und Baumeisters Daedalus wurde die Paarungsbereitschaft des Bullen auf Pasiphae gelenkt, indem er aus Leder eine weiße Kuh baute, in der sich die Königin versteckte. Eingenäht in diese weiße Kuhhaut wurde sie von dem Stier begattet. Monate später gebar sie einen Sohn mit einem Stierkopf, den Minotaurus. Daedalus errichtete ein unterirdisches Labyrinth, in dem der Königssohn gefangen gehalten wurde. Der Minotaurus wurde mit den Jahren groß und stark. Jedes Jahr wurden ihm 7 Jünglinge und 7 Jungfrauen ins Labyrinth geschickt, die er jagte und verspeiste. Theseus, der Sohn des Königs von Athen, hörte von diesem Unrecht und wollte dem Treiben ein Ende bereiten. Er schmuggelte sich mit Hilfe von Ariadne, der Tochter von Minos, unter die Menschenopfer. Sie gab ihm ein Schwert und ein Knäuel Bindfaden mit auf dem Weg. Mit dem Schwert sollte er den Minotaurus töten, und den Faden sollte er am Eingang festknoten, damit er den Weg aus dem Labyrinth zurückfand. Am Ende des Irrgartens traf er auf den Minotaurus. Ohne zu zögern zuckte er sein Schwert, und es kam zu einem schrecklichen Kampf. Theseus tötete den Minotaurus schließlich, indem er dessen Kopf von hinten umschlang und die Kehle mit einem Hieb durchschlitzte. Kurzes Innehalten. Dank des Ach, Fadens. Sie hatten wenig lachen. Sie hatten gesagt, man kann aus der Geschichte der Historie lernen. Meinen Sie solche Geschichten? Ja, zumindest können wir dem die wesentliche Information entnehmen. Falls wir ein Labyrinth betreten, sollten wir ein Wollknäuel oder ein Schwert mitnehmen. Nun ja, auf jeden Fall, dieser Theseus entkam dem Labyrinth unbeschadet und konnte diesen Minotaurus ein Ende setzen. Ach ja, die Liebschaften von Zeus. Ja, Zeus war sowieso ein sehr umtriebiger Gott, wenn man das so glauben darf. Wussten Sie, die Herrschaften, dass auch die Lykanthropie durch Zeus in die Welt getragen wurde, als Strafe? Lykanthropen, das sind doch Werwölfe, oder? Ganz genau. Das fiel mir auch zuerst dabei ein, ja. Das ist genau die Geschichte. Die Lykaner. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es daher kommt.
Ja, der König Lykian, Lykaion. Ach, komplizierte Namen. Ja, der wurde von Zeus bestraft und in einen Wolf verwandelt. Ja, mit wem er so alles umhergegangen hatte, wenn man so sagen mag. Hier schläft er mit der schönen Europa, er hat aber auch natürlich mit seinen eigenen Töchtern geschlafen oder auch mit seiner Schwester, Hera zum Beispiel. Verzeiht, Fräulein Neumann, ich glaube, das ist nichts für ein solches Essen. Ich glaube, ich habe mich einfach nur verschluckt, Entschuldigung. Nein, verzeihen Sie, ich glaube, wir sollten dieses Thema dann auf später ins Kaminzimmer verlegen. Ja, dennoch ist und bleibt das Ganze sehr spannend. Ich denke, es wird noch ein sehr spannender Abend und auch ein spannendes Abenteuer, das auf uns wartet. So oder so. Es ist auf jeden Fall so angenehm, mit so wohlgelehrten Herrschaften einmal diskutieren zu können in entspannter Atmosphäre. Ja, ich denke auch. Noch etwas zu trinken, bitte. Ja, die Gläser werden natürlich auch immer nachgefüllt. So dass ihr nie euch verschlucken müsstet, weil es zu trocken oder zu scharf ist. Und ja, so könnt ihr euch dann eben weiter über den Abend retten. Nun, so langsam sind wir doch alle auf dem gleichen Stande, was Kreta betrifft. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt darauf, was wir nun finden werden. Ob dies dann nun, sagen wir, Ruinen sind. Ich plane eigentlich, einen Haupttempel zu finden und einige Spuren, die sich über die gesamte Insel zu ziehen, die unter anderem auch ins Meer führen, was die Archäologen und auch die Anthropologen noch in Staunen versetzt, da die Spuren können natürlich über die Zeit von Rädern gezogen worden sein, aber sie führen nicht nur an das Meer, sondern ins Meer hinein, sodass man eben auch unterirdisch wohl oder unter der Wasseroberfläche gefahren sein muss. Eine sehr bemerkenswerte Kultur, diese Minursche, und ich hoffe mir eine ganze Menge eben davon zu erfahren. Ja, dann, das ist doch für Sie interessant. Vielleicht können Sie dann ein Auto bauen, das unter Wasser fährt. Auch wenn das sehr interessant klingt, ich glaube, so weit sind wir dann doch noch nicht. Aber die Spuren führten direkt ins Wasser? Ja, korrekt. Ich habe davon einige Zeichnungen, die liegen auch noch im oberen Bereich meines Schlafzimmers. Und ja, ich kann sie Ihnen später noch einmal zeigen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich meine, es macht ja auch durchaus Sinn, oder? Aufgrund der Verbindung zu Poseidon und der dieser ganzen Kultur und diesem Hintergrund. Ja, und die Nähe zu dem Wasser. Warum nicht? Oh, fühlen Sie sich nicht wohl. Alles gut. Alles gut. Der Junker neben dem Baron hat wohl ein bisschen gehustet. Und ja, kratzt sich wohl gerade ein bisschen was am Hals. Ja, die exotischen Gewürze sind nicht für jeden Gaumen geeignet. Ja, das ist richtig. Wir haben, wie gesagt, oben eine Köchin aus Indien, Hara Gupta, die den ganzen Abend für uns kochen wird. Ich bin mir natürlich bewusst, dass dies nicht für jeden Gaumen zutreffend ist und auch für die Damen vielleicht etwas scharf sein mag. Aber ich dachte mir, wenn ich die Exotik hier im Hause habe, dann kann ich sie auch benutzen. Ja, die Vielfalt der Dienerschaft steht der Vielfalt des Essens in nichts nach. Ja, der Junker greift auch nochmal schnell zu seinem Wasserglas und versucht nochmal so ein bisschen diese Schärfe da aus seinem Hals zu kriegen, fächelt sich so ein bisschen Luft zu.